Ahoi Fahrerinnen und Fahrer und herzlich willkommen zurück hier im Fernbus Simulatore. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, zumindest alle Profis sehen es auf den ersten Blick. Jop, wir sind in Kölle. Genau, wir sind vorhin erst angekommen und müssen jetzt auch erst nochmal zack, zack, zack die Leute einchecken. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal direkt. Oh, ist da schon ordentlich was los hier? Treffen der Vierlinge oder Bremen? Ja, bitteschön. Mein Gott. Ganze Sippe ist hier unterwegs, oder? Ja, hallo. Mahlzeit, ist das gültig? Ja. Danke sehr. Bitte sehr. Gucken wir hier. Sie vielleicht? Bin ich hier richtig? Ja. Vielen Dank. Bitte. Guten Tag. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Das sieht gut aus. Vielen Dank. Bitte sehr. Mahlzeit, ist das gültig? Auch das, jawohl, Madame. Mein Ticket. Dortmund, jupp. Bitteschön. Hallo, ist das gültig? Bremen, auch das sieht gut aus. Bitte, bitte. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Auf geht's. Mensch, ihr könnt ja alle lesen heute, was ist denn los? Hallo, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Ja, das kostet allerdings 500% heute Aufschlag. Das ist nämlich die üblichen 400%. Ups, und dann die Sonntagszulage noch. So. Ja, ich hab zu danken. Aha. Servus, Sie wollen bestimmt ein Ticket. Das, ja. Genau. Hallo, mein Ticket? Stuttgart, nee. Oh Mann. Richtig. Das bin ich. Guten Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo. Sehr freundlich. Das absolut, ja, ja. Moin, fahren Sie in meine Richtung? Auch das mache ich. Ja. Tätig sagen, hätten wir das auch mal wieder erledigt. Abfahrt 6.15 Uhr. Es ist 6.25 Uhr. Das bedeutet auf gut Deutsch, wir haben Verspätung und melden unsere Fahrt direkt an. Hallo und herzlich willkommen. Und schießen los, würde ich sagen. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Ja. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Fahr mir nicht in die Karre. Und Infos zu unserem Dann werde ich fuchsig. Angebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Bereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Jawohl. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut's doch mal auf unserer Facebook-Page. Das machen wir mal aus. Haben wir nämlich noch nie gehört. Ja, sind wir also jetzt unterwegs nach Dortgemunde. Haben erstmal wieder Rot. Ah, da kann man einen Schluck trinken. Digga. Der alte Mann braucht Wasser. Das Pflänzchen muss hier bessert werden. Und da hier dann auch schon Loss of Watt. Herrlich. Blinker rein. So. Ups. Ah, so ein bisschen den Bordstein mitgenommen. Leichter Kollateralschaden. Hört dazu. Ah. Sollten ein bisschen Gas geben, sonst sonst kriegen wir das wieder nicht hin.
sehr schön. Sieht bis jetzt doch wirklich flüssig aus, was wir hier so fabrizieren. Bin ja begeistert. Ist das grün? Jawohl. Junge. Unglaublich. Knapp gewesen, aber es passte. Sehr schön. So. Okay. Boah, ist heute wieder was wärmer. Ich habe auch irgendwie, kriege ich das immer hin, dass ich gerade dann den Thermos-Simulator jetzt in diesem, in Anführungsstrichen, Sommer aufnehme, wenn es warm ist. Wenn es mal so angenehm ist, um die 20, 22, 23 Grad, nee, dann habe ich irgendwas anderes zu tun. Aber wenn es dann wieder wärmer wird und ich fast schmelze, dann könnte man darauf wetten, dass ich vom Fernbus-Simulator sitze. Im Fern... am... wie auch immer. Im Moment. Also jetzt... ja, ja. So viel zum Umgucken. Aber bisher wieder noch kein... wieder keine schwammigen Texturen gesehen. Schön, schön, schön. So. Ja. Ordnen wir uns mal hier ein. Genau. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, verdammt. Ich wollte vermutlich nicht sehen, weil die Ampel rot ist und ich mir erhofft hatte, dass sie das nicht ist. Aber ja, es ist... manchmal ist die Hoffnung halt... naja, ne? Wird sie nicht erfüllt. Aber nur manchmal. Meistens... ja, Chaka, wir sind doch Optimisten, oder? Für mich schon. Für mich ist das Glas halb voll. Fertig. Basta. Keine Widerrede. So. Sitze in meinem Fernbus. Ach ne, Postbus. Fühl mich so ein bisschen wie so ein Postkutscher. Weeha. Jetzt dreht er wieder durch. Ja, es ist bald soweit. Die verrückten 5 Minuten setzen gleich ein. Also da kann man nur noch drauf warten jetzt. Wieso ist da jetzt rot? Das macht... das macht mich nicht froh. Texturen, Texturen, Texturen. Nein. Alles. Ja. Oh. Oh. Da ist es schon wieder grün. Naja, der Postkutscher, der schläft hier wieder. Ah, wenn wir jetzt natürlich Pferde gehabt hätten, die hätten gesehen, dass grün ist und wären dann losgehoppelt. Nicht so der Postbus. Er schläft einfach. Oh, sehe ich... nee. Auch keine schwammigen Texturen. Hm. Sehen die vielleicht sogar besser aus? Schön, wenn man sich so selbst verunsichert. Sieht sie da? Die schwammigen Texturen? Nee, sieht sie nicht. Krass, die sehen aber eigentlich ganz gut aus. Sehen die vielleicht sogar besser aus als vor den schwammigen Texturen? Ja. Da bin ich übrigens Spezialist drin, mich selber irgendwie zu verwirren. Also das, da brauche ich auch gar keinen anderen für, das schaffe ich ganz allein. Oh ja. Oh, green, ja. So, dann ordnen wir uns mal links ein. Jawohl. Die Strecke, die kennen wir ja mittlerweile. Ja, wie unsere eigene Westentasche, mag ich schon sagen. Aus Köln sind wir ja jetzt schon wirklich etliche Male in den
156, das müsste die 156. Folge jetzt sein, ja. Schon etliche Male aus Köln rausgefahren. Und Richtung Autobahn gibt es ja eigentlich in diesem Spiel nur diesen Weg. Was schade ist, denn eigentlich hat ja Köln quasi von Norden, Süden, Osten, Westen Anbindung an die Autobahnen, ja. Ist ja nicht nur eine. Sieht ja ganz, ganz viele. Ja. Genau. Gleich macht's wieder pödöp, fahren Sie. Ist hier Navi kaputt oder so, kommt dann. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt, kann das sein? Genau. Ja. Ja, ihr seht. Wir sind schon wirklich erfahrene Busser. Erfahrene Busser. Mhm. Ja, weil sonst ist alles knusper, ja? Ja. Doch, sonst ist eigentlich alles knusper. Und hier geht's dann auch schon, tada, auf die Autobahn. Wow, wir bleiben sogar erst nochmal drauf. Aha, ich wollte gerade sagen, aber nicht besonders lang. Nee, wir fahren hier direkt halt nur ein Stück weiter. Klar, bei der ersten Ausfahrt, da würde es sich dann nach Frankfurt ausgehen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Oh oh. So, Achso, nee, das wollte ich ja gar nicht. Habe ich den Tempomat ausgemacht. Ist besser, wenn wir hier noch keine 100 fahren. Ihr wisst, was sonst passiert, genau. Dann knutschen wir wieder irgendwelche Leitplanken und alle Leute schreien und weinen und nee, das, nee. Ist jetzt nicht so angebracht. Hatte ich schon mal erwähnt. Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich diese Abfahrten absolut nicht mag? Nee, ich mag sie wirklich nicht. Aber was nützt es? Wir müssen ja durch. Sonst kommen wir nicht ans Ziel. Also, Augen zu und ab dafür. Ist ja wohl nicht zu glauben. War erst am Überlegen, ziehe ich raus und direkt dran vorbei. Aber dann bin ich doch in die Eisen gegangen. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das die schlechtere Entscheidung. Also da hätten wir ruhig dran vorbeiziehen können. Naja. Egal. Es ist nun, wie es ist. Und wir finden uns damit ab. So. Bleiben auf dieser Spur, jawohl. Gut, und dann fliegen wir mal. Oh, ist hier wieder 80. Gerade wenn man denkt, oh, jetzt könnte man mal, wird einem wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor die Nase gesetzt. Ist ja fast wie im Real Life. Das ist ja... Na gut.
Oh. Jetzt aber. Jetzt gimmi, gimmi, gimmi. Gimmi Gummi oder was? Also ähnlich. Besser mal Platz machen hier. Weil wir wissen... Oh, verdammt. So, weil wir wissen ja, wie die drauf sind. Ne? Wenn so eine Verengung kommt, dann hängen die KI-Fahrer auch mal ganz gerne mit ihrem Fuß voll auf der Bremse. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die gucken ja auch nicht in den Rückspiegel oder so. Nö, nö, das interessiert die gar nicht. Die parken dann einfach auf der Autobahn. Herrlich. Naja, obwohl sowas gibt's in der Realität wohl auch. Da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht ganz so häufig, aber... Aber ja. Ah. Genau darum. Ausschließen möchte ich das nicht. So. Wieso hing der aber auch die ganze Zeit an meinem Hintern? Ich habe den die ganze Zeit im Rückspiegel gesehen und dachte nur, ja Kollege, was ist denn jetzt? Wieso fährst du nicht? Ach jetzt. Natürlich jetzt. Hm? Aber Hauptsache mir erst nochmal reinfahren, ne? Okay. Die Kollegen von der Polizei, ja, das wundert jetzt auch nicht unbedingt. Na gut. Wollen wir ihnen die Freude mal machen. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Ich fahre überhaupt nicht schnell. Du guckst nur zu langsam. Ja, Führerschein, Fahrzeugschein, Licht. Wunderbar. So, liebe Fahrgäste. Oh, sehr brav. Gut. Na, ja, pausieren können wir jetzt knicken. Das wäre wirklich viel zu früh. Also, ne, das... lassen wir mal schön stecken. Schön brav auf die Autobahn hinauffahren. 70 Kilometer sind es noch rund. Dann haben wir es auch schon wieder bis nach Dortmund geschafft. Sind doch ganz gute Aussichten eigentlich. Jetzt ist auf einmal so wenig los, oder wie? Es ist ja... Im Rückspiegel sehe ich, was ist das, ein Bus oder ein LKW? Aber den lassen wir dann gerade hinter uns. So wie es aussieht, wechseln wir gleich die Autobahn. Also lohnt es sich auch nicht, den Tempomat nochmal reinzuhauen. Dann lassen wir das auch. Kommt wieder diese nette Schleife, die ich so sehr mag. Von der ich ja vorhin geredet habe. Diese Auf- und Abfahrten. Wow. Schauen wir mal. Wo will er hin? Ah, einmal quer über alle Spuren. Spurhopper. So. Gehen wir schon mal etwas vom Gas.
Mhm. Und dann schauen wir, dass wir Richtung Dortmund fahren. Oh, jetzt juckt natürlich passenderweise noch meine Nase. Was immer sehr hilfreich ist, wenn man auf eine solche Auffahrt kommt. So. Hä? Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Wo sollen wir denn jetzt? Okay. Das war jetzt sehr merkwürdig. Ich bin mit dem Reifen irgendwie da hängen geblieben. Und dann ging gar nichts mehr. Ich sag ja, ich mag diese Auffahrten. Unglaublich. Naja. Physik lässt grüßen. Ah. Egal. Wir haben es gleich nach Dortmund geschafft. Und dann, können Fahrgäste aussteigen, denen die Fahrt zu ruppig war. Also, wenn sie das gerne möchten. Allerdings eine Fahrpreisrückerstattung gibt es nicht, denn im Kleingedruckten steht einsteigen auf alle, auf eigene Gefahr und wir garantieren nicht keine Gewähr für sicheres Ankommen. Ja, das ist unsere Ausschlussklausel. Hier im Fernbus-Simulator. So, da geht's dann also schon runter. Wunderbar. Brauchen wir auch hier den Tempomat gar nicht erst wieder zu bemühen. Sondern warten einfach darauf. Zack, da ist es auch schon. Dass die Ausfahrt kommt. Jawohl. Okay. Da müssen wir links. Auch gut. Haben sogar grün, noch besser. Na wunderbar. Kommt ja direkt mal Freude auf. Schön. Die letzten Kilometers hier durch Dortmund sollten wir dann auch noch einigermaßen über die Bühne kriegen. Nee, wir müssen geradeaus. Vielleicht haben wir ja Glück. Haben wir sogar. Ist ja der Wahnsinn. Aber hier hat uns das Glück auch schon wieder verlassen. Ja, schade. Aber es kann ja, wie gesagt, es kann ja auch nicht immer so glücklich und glimpflich ausgehen. Das, nee, das wäre ja zu viel des Guten. Sind wir also zufrieden mit dem, was wir bisher hatten? Neun Kilometer, gut, das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Tada! Und es geht auch schon weiter. Aber auch hier sehe ich bis jetzt keine schwammigen Texturen mehr, oder? Habt ihr schon welche gesehen? Ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht nur die ganze Zeit nach schwammigen Texturen Ausschau halten. Weil ich würde ja sonst von einer Ecke zur anderen fahren und überall gegenrammen. Aber bis jetzt sieht das für mich ganz gut aus.
So. Schön. Ich dachte gerade, hier hat jemand geklatscht. Das war ein merkwürdiger Sound. Und Regen. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Den hatten wir wirklich auch schon lange nicht mehr. So. Wäre auch cool, wenn man so eine Real Weather Engine, also reales Wetter Fernbus-Simulator hätte. Da hätte ich auch Spaß dran. Tada! Gut. Wir nähern uns unserer Haltestelle. Da leuchtet sie auch schon auf. So. Wunderbar. Wir sind auch noch ganz gut in der Zeit. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, soll es das für diese Folge gewesen sein. Bleibt mir nur zu sagen, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.